Hallo Freunde des Luftkampfs, willkommen auf Sir Mopsalots Flight Channel und heute zeige ich euch meinen Quick Start Guide der DCS Liberation Kampagne. Und genau, für alle, die es nicht wissen oder die Spaß daran haben, auch mal eine dynamische Kampagne bei DCS zu spielen, Liberation bietet da eine Möglichkeit, die das Game out of the box halt nicht bietet. Und ich zeige euch kurz, wo ihr das runterladen könnt, wie ihr das installiert, startet und begleite euch hier bis zu einem Einsatzstart. Genau, wenn ihr auf Google oder so DCS Liberation eingibt, werdet ihr schnell was finden und zwar auf GitHub. Wenn ihr dann da draufklickt, landet ihr meist hier auf dieser Startseite und könnt dann, habt dann das GitHub Repository für DCS Liberation. Und diese Kampagne ist mittlerweile in der Version 4 angekommen und wirklich sehr massiv verbessert worden. Wenn ihr hier drauf geht, dann auf die Version 4.0, seht ihr unten den Download-Link als ZIP-File. Einfach herunterladen, den Ordner öffnen. Ich habe es jetzt schon ein bisschen vorbereitet hier. Und ihr könnt dann den DCS Liberation Ordner kopieren. Und zwar mache ich das immer gerne im folgenden Ordner, und zwar unter gespeicherte Spiele oder Saved Games. Dort liegt der DCS-Ordner für das Spielerprofil. Und hier könnt ihr dann dementsprechend DCS Liberation den Ordner reinkopieren, Copy-Paste. Ihr könnt ihn auch woanders hinlegen, aber ich mache es halt immer gerne so. Und dann hat man alles schön beisammen. Wenn man jetzt hier runter scrollt, nachdem man den Ordner geöffnet hat, seht ihr die Liberation Main. Das ist die Anwendungsexe. Da kann man sich dann schön Desktop-Verknüpfung erstellen und dann kann man die Kampagne auch schon starten. Doppelklick drauf. Ich habe es jetzt schon vorbereitet. Deswegen erscheint bei mir nicht das Fenster, wo ihr noch den DCS World Ingame-Pfad angeben müsst, damit die Kampagne auch weiß, wo das Spiel halt liegt. Aber das ist relativ einfach, wenn ihr das auf Steam habt, sucht ihr den Steam Apps Ordner DCS World aus und dann startet auch dieses Fenster hier, was ihr jetzt seht. Wenn ich eine neue Kampagne starten möchte, dann geht ihr auf File, New Game und könnt dementsprechend dann hier auf Next klicken. Hier bekommt ihr jetzt ein Preset von verschiedensten Szenarien. Ich wähle jetzt mal aus, zum Beispiel Road to Dubai. Das ist jetzt eine Kampagne, die hat auch einen kleinen Performance-Index hier. Das ist immer so ein Indikator dafür, wie ressourcenfressend die Kampagne ist. Ihr müsst euch vorstellen, da werden hunderte Einheiten generiert. Und je mehr Basen und je mehr Frontlinien ich habe, desto performancefressender wird die Map. Ja? Hier kann man sich noch gewisse Wetter-Presets einstellen zu gewissen Zeiten. Bestimmt ganz interessant. Ich mache jetzt hier mal Modern Spring 2010. Drücke Next. Und komme dann auf die Player-Fraktion. Hier können wir halt außerhalb vom Preset dementsprechend vorgefertigte Fraktionen auswählen. Die haben dann gewisse Einheiten verfügbar oder nicht. Wir lassen das erstmal hier im Standard. Ist auf jeden Fall ein schönes Feature, um die Kampagne noch ein bisschen anders zu gestalten. Einfach auf Next klicken. Hier Generator Settings. Für mich immer wichtig, wenn ich da starte. Ich habe das Super Carrier Modul und das schalte ich dann auch immer gerne an. Ja, man kann hier auch die Flugzeugträger abschalten oder halt auch die Navy abschalten. Neu ist der Bike Mission Duration. Hier weiß ich noch nicht so ganz genau, was das bedeutet. Ich vermute mal, das hat was mit der automatischen Einsatzgenerierung zu tun und dass das halt dynamisch dann, je nachdem wie ich den Balken hier einstelle, die Missionsgeneration darauf angepasst wird. Unten habe ich dementsprechend Mods, die ich dazu schalten kann. Wenn ich sie installiert habe, ne, dann kann ich ein Häkchen setzen und dann sind diese Flieger auch mit verfügbar oder werden halt in der Liberation-Kampagne mit verwendet. Wenn ihr noch Ideen habt, gerade hier zu dem Balken, könnt ihr das immer gerne in die Comments reinschreiben, wenn ihr was Neues rausgefunden habt. Ich lasse es mal im Standard, Super Carrier Modul an, drücke Next und dann kommen wir hier kurz auf
die Option, hier geht es ums Geld halt. Und ich kann hier zum Beispiel den Player Income Multiplier auf 2 stellen. Und das mache ich auch immer gerne. Und das macht die Sache ein bisschen schwieriger und herausfordernder halt. Und das Starting Budget, das kann man auch im Standard lassen. Bei größeren Kampagnen empfiehlt sich hier auch, vielleicht den Assist mit reinzupacken. Dann unterstützt die Kampagnen-Engine euch bei ja, beim Einheitenkauf oder beim ja, Flugplatz reparieren. Und dann müsst ihr euch nicht um alles kümmern. Aber das brauchen wir jetzt hier nicht. Wir klicken auf Finish und zack, generiert er eine Kampagne. Und die ist wirklich kompakt und schmal und auch ziemlich interessant. So, wir können jetzt folgendermaßen dementsprechend hier Einheiten auch kaufen innerhalb unseres Budgets. Zum Beispiel, ich mache das jetzt mal hier im Standard, wähle ich zum Beispiel einige Eagles aus, einige Tomcats und AF-16 ist noch dabei, ein paar Hornets. Was wir auf jeden Fall brauchen, und das ist auch neu, man kann jetzt die Tanker hier auswählen. Und in AVAX sollte man auch nicht vergessen. Ja? Man will ja wissen, was los ist. Und dementsprechend kann man dann auch noch die Bomber hier zuschalten. Und ja, die ganzen Einheiten, die man halt so braucht. Das hat aber auch ein Limit hier. Bei der Lever-RBS sind es 66 Flugzeuge. Und was ich initial auch noch machen sollte, ist dementsprechend hier ja, Einheiten für die Frontlinie dann halt kaufen. Ich setze jetzt mal dementsprechend hier auf einige Optionen und habe dann hier auch noch Möglichkeiten, wie sich die Einheiten verhalten sollen. Ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen, ich lasse es auch mal auf Standard hier, wenn ihr dazu nochmal ja, Fragen habt und so, dann schreibt es halt dementsprechend mit in die Comments rein. Das wäre sicherlich mal interessant herauszufinden, was jeder einzelne Punkt, wie sich die Einheiten da so verhalten. Bei Defensiv meine ich ja, logisch, die ziehen sich dann wahrscheinlich zurück. Aber hier gibt es noch ein paar gesonderte Optionen wie Elimination oder Ambush. Das ist sicherlich dann ganz interessant im Mission Editor zu sehen, wie die dann die Wegpunkte gesetzt sind. Gut, wir haben jetzt hier ein paar Optionen gesetzt und ein paar Einheiten gesetzt. Wir können dann und sagen, hey, beginn die Kampagne. Und schwupp, sind wir in der ersten Runde und wir sehen hier neue blaue Linien und die hat er jetzt generiert. Und ich möchte jetzt noch mal kurz, bevor wir weitermachen, darauf eingehen, was neu ist. Also im Gegensatz zur Version 3 sehen wir jetzt schon mal, wie hier die ganzen Einheitenbezeichnungen und auch die Logos neu sind. Wir haben verschiedenste Kartenoptionen, topografisch auch, und das sieht schon aus wie so ein eigenes Strategiespiel. Ja? Und das ist wirklich echt so ein schönes Element. Also im Prinzip ist die DCS Liberation Kampagne schon ein Spiel im Spiel. Also ich kann ja auch eigene Einsätze und die ganzen Packages kann ich dementsprechend planen und anpassen. Ich wähle jetzt mal was hier aus, zum Beispiel, was nehmen wir denn hier? Zack, von mir aus hier Barcarb Lever mit der F-14B Tomcat hier. Und das wollen wir dann fliegen. Wähle das aus und dann sehen wir an der gelben Linie, wo der halt gesetzt ist. Ist auch ein schönes Beispiel, weil den Barcarb hier zu fliegen macht, glaube ich, jetzt keinen Sinn. Es sei denn, ich will jetzt hier irgendwas schützen, was, ja. Zum Beispiel die Tankflugzeuge. Ich setze das jetzt mal hier, mache jetzt mal hier so ein Barcup, ja, hier an der rechten Flanke, sage ich mal. Und da sehen wir auch das neue, echt coole Feature. Wir können jetzt hier per Drag and Drop die Wegpunkte verziehen. Das war vorher nicht möglich und bietet bei der Einsatzplanung echt eine charmante Möglichkeit, dort die Sachen zu setzen. Gut, wenn ich dann mit der F14 starten möchte als Spieler, muss ich ins Package gehen und dementsprechend dann auch noch hier das Häkchen auf Player setzen. Und dann kann ich auch den Slot auswählen später im Spiel und dementsprechend dann starten. Ich setze mal hier noch das Häkchen as soon as possible. Dann berechnet der mir den frühestmöglichen Zeitpunkt für den Start des Fliegers. Und hier können wir dann auch noch sagen, für einen Cold Start machen oder einen Warm Start machen. Wir machen mal einen Warm Start. Ich glaube, dann passt er die Zeit nochmal an.
Hier steht jetzt 13:49 bis Time over Target. Und ja, das ist eine relativ kurze Zeit und so ein kleiner Einsatz, eigentlich ganz charmant. Was man hier auch noch sehen kann, ist vielleicht, okay, hier Avex mehr im Hintergrund, gut positioniert und neu ist auch, dass man jetzt die Tankflugzeuge dementsprechend hier positionieren kann. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich will den Berg hab ein bisschen länger fliegen, dann positioniere ich mich hier noch schön im Tankflugzeug im Hinterland und dann kann ich jederzeit noch mich hier auftanken. Super praktisch. Gut. Im Standard generiert die Kampagne dann halt die ganzen Einsätze und im Prinzip wäre man jetzt schon fertig und könnte Take-Off drücken. Ich möchte euch aber noch ein paar Optionen nahelegen. Wenn ihr hier oben auf die Zahnrädchen klickt, könnt ihr dementsprechend hier den, ja, die AI-Difficulty einstellen oder den Schwierigkeitsgrad der computergesteuerten Gegner. Ich bin echt ein Freund davon, das alles auf Excellent zu setzen. Macht die Sache nicht einfach, realistischer und ist einfach, ja, macht mehr Spaß, finde ich persönlich. Manpads und Frontlines im Standard würde ich ausschalten. Ist, ja, wenn man CRS-Einsätze fliegt, muss man schon echt vorsichtig sein. Ein großer Nachteil an dieser Option ist einfach, dass sich die Computer Gegner da einfach massenhaft vom Himmel holen lassen. Die reagieren da halt nicht so toll drauf. Ja, gerade Helikopter nicht und deswegen schalte ich das immer gerne ab. In-Game-Labels, ich lasse die mal auf Full. Kann man aber auch abschalten. Ansonsten sieht man halt alles auf der Karte. Campaign-Management, ich gehe da jetzt mal nicht drauf ein hier. Und wichtig vielleicht noch die Performance-Settings. Wenn ihr einen schwächeren Rechner habt, könnt ihr dann dementsprechend sagen, hey, zum Beispiel Unit-Car-Cases hier ausschalten oder ihr reduziert den Smoke-Effekt an der Frontlinie. Wir sind immer so Rauchsäulen platziert. Die könnt ihr auch ganz abschalten. Ich lasse sie aber gerne an. Bei Artillery Strikes kann man überlegen, die abzuschalten, weil die fressen schon viel Performance, wenn man MLRS-Launcher hat, also Raketenlauncher. Ich lasse sie aber trotzdem gerne an, weil wenn ich die kaufe, die Artillerie für die Frontlinie und sie schießt nicht, dann ist sie nutzlos. Und man könnte dann einfach auf der eigenen Seite keine MLRS-Launcher kaufen, sondern nur die Paladins. Kleiner Tipp, um vielleicht die Performance ein bisschen zu steigern. Interessant ist auch noch Lua-Plugins. Das sind so vorgefertigte ja, Skripte, die die Kampagne out of the box mitliefert. Und JTAG Autolase ist im Standard drin. Wenn man ein bisschen intelligentere Flugabwehr haben möchte, macht man noch Skynet IADS an. Könnt ihr auch mal googeln und da werdet ihr dann auch aus GitHub geleitet und könnt euch das dementsprechend angucken. Des Weiteren haben wir dann hier dementsprechend auch Splash Damage, das kann man auch noch anschalten. Das ist auch noch ein Skript, das simuliert einfach diese Umgebungsschaden bei Bomben und alles etwas ja, genauer, als dass es die DCS-Engine out of the box tut. Gut, das sind jetzt so aus meiner persönlichen Sicht die wichtigsten Einstellungen, die ich hier treffen sollte. Und dann kann ich schon auf Takeoff gehen. Gut, wir sind jetzt hier auf Takeoff gegangen und dann sagt er, hey, wir warten jetzt auf Missions-Completion, also darauf, dass wir die Mission abgeschlossen haben. Die Kampagne monitort im Hintergrund halt, ob DCS ausgeführt wird und beim Missionsabschluss dann zeichnet die ganz genau auf, welche Einheiten verloren gegangen sind und überträgt die mit halt in die Statistik. Ziemlich praktisch. Die hat jetzt eine Mission generiert. Die finden wir im Missionseditor unter Liberation Next Turn. Und das können wir jetzt starten. Dazu starten wir dann einfach DCS. Wir haben DCS jetzt gestartet und dann gehen wir auf den Missionseditor und öffnen die Liberation Next Turn. Und je nachdem, wie groß die Kampagne ist, braucht er natürlich ja, von der Ladezeit mal mehr oder weniger lang. Das geht jetzt relativ schnell hier. Und wir sehen, wir haben hier eine komplett generierte Mission. Wir sehen ja auch schön die Frontlinie und halt die einzelnen Missionspunkte der, ja, der Packages. Genau, was wir jetzt tun müssen, ist einfach noch Mission starten. Ja. Und
Dann geht's auch schon los. Der generiert auch automatisch einen Pre-Brief hier. Hier bekomme ich halt auch wichtige Informationen, wie zum Beispiel Lasercode oder wenn ein Flugzeugträger da ist, die ganzen ICLS und Tarkan-Einstellungen und Frequenzen. Wir gehen jetzt einfach hier mal auf Start. So, das lädt er jetzt und schon sind wir drin und haben hier mögliche Slots, die wir auswählen können. Ihr erinnert euch, wir haben das Häkchen gesetzt bei einem Einsatz, beim Cup-Einsatz und dann drücken wir auf OK. Dort auswählen, OK drücken und dann beamt er uns auch schon in den Flieger rein. Upp, da sind wir. Kriegen nochmal das Mission Briefing. Und ja, jetzt baut er das hier alles auf. Ein bisschen am Wackeln hier, interessant. So. Warum das jetzt so wackelt, weiß ich nicht. Oh, ja, dann haben wir hier schon einen kleinen Bug. Der Flieger steht hier irgendwie ein wenig schief. Gut. Passiert. Könnte man als Bug-Report vielleicht den Entwicklern schicken. Nichtsdestotrotz, ihr seht jetzt dementsprechend, dass der Einsatz generiert ist. Ich stehe im Hangar und kann dementsprechend den Flieger dann auch starten. Hier die Tomcat, die ist, wie wir sehen, steht hier mit eingeklappten Flügeln da drin. Das ist so Standard. Ich denke, wenn man einen Cold Start macht, wird das kein Problem sein. Wir sehen auch, dass jeder einzelne Flieger, den wir gekauft haben, hier auch wirklich auf dieser Airbase steht, ob er jetzt fliegt oder nicht. Und genau, ich kann jetzt mit der Mission fliegen und dementsprechend abschließen. Und wenn ich die Mission dann abgeschlossen habe, gehe ich auf Beenden. Hier ist jetzt natürlich noch nicht viel passiert. Kann das schließen. Schließt die Anwendung. Und dann werdet ihr sehen, dass die Liberation-Kampagne automatisch erkennt, dass der Einsatz abgeschlossen ist. Und dann können wir die Ergebnisse akzeptieren. Und dann die nächste Runde starten. Und dementsprechend wird sich der Frontverlauf dann auch nach vorne und nach hinten verschieben. Und die Einheiten, die man zerstört hat, die werden dementsprechend dann auch angezeigt. Ich hoffe, das hat euch gefallen und wenn ihr Fragen habt und euch weitere Videos wünscht, schreibt das gerne in die Comments rein und ich würde dann sagen, viel Spaß beim Fliegen, viel Spaß bei der DCS Liberation Kampagne und bis bald.